Moin zusammen und willkommen zurück im verlorenen Königreich. Wir sehen uns hier erstmal um. Was haben wir denn hier? Gar nichts, gar nichts. Da, guck mal, grüne Eiersammler. Oh, da haben wir jetzt zwei gefunden. Ui. Hier, da haben wir doch schon mal ein passendes Hörnchen. Na, siehst du, was ist das denn? Was ist das? Ein Steinsymbol. Spitze. Okay. Es muss ein besonderes Werkzeug geben, um an diesen Kristall zu gelangen. Ja, offensichtlich ein Werkzeug, das wir noch nicht bei uns tragen. Na gut, ja. Na? Okay, nichts weiter. Nix. Er scheint ziemlich enttäuscht zu sein. Ich wünschte, ich würde wissen, wie dieses Feuer ausgebrochen ist. Ja. Okay, wir sollen ja hier unsere Loyalität unter Beweis stellen. Ob wir vertrauenswürdig sind, bla bla. Was ist denn das Steinsymbol? Da oben komme ich da irgendwie ran. Da fehlen die Latten. Die Sprossen suchen. Danach suchen wir schon. Okay, und da war das mit dem Symbol, genau. Da war nix. Nee, das ist dasselbe. Okay. Gut, hier. Nee, ich gehe da nicht ran, ich gehe da nicht ran, ich gehe da nicht ran. Und da weiß ich natürlich auch. Ach, hier, guck mal, da sieht man aber ein kleines Kreuz. Das ist ja schon mal ein Hinweis. Also irgendeine Art von Schlüssel oder sowas suchen wir. Gut. Tja. Hauptplatz in der Transe. Du, sorry, aber du kannst dich nicht auf mich verlassen. Lässt mich jetzt wieder raus, ich hau ab und mache auch keinen Aufstand. Na? Kann ich dir das zeigen? Nee, kann ich dir irgendwas geben? Blume der Wildheit. Nein. Irgendwas, was dich interessiert? Nee. Na, nee, nix. Okay, nix. Dann eben nix. Und da gehört was Rundes hinein. Ah, okay, der gehört da hinein. Wunderbar. So, sowas haben wir schon gesehen. Wir müssen. Ich habe diesen Michel schon mal gesehen. Ja, ich weiß. Ist das nicht verrückt? So, also. So. Dann so. Wieso fließt da noch kein Wasser? Dann so. Muss ich das Wasser von hier holen oder was? Dann so und dann so und dann so und hier vielleicht so. Yay! Dass mir das Drachenauge wohl diesmal zeigt. Nun, das werden wir ja jetzt herausfinden, ne? Gib her. Jawohl. Panischer Meister. Schließe ziehen. Naja, das stimmt nicht so ganz, ne? Ich habe schon ein bisschen übersprungen. So ist es jetzt nicht. Aber hier ist nichts. Nee, hier ist nichts, ne? Keine Chance. Nee, hier ist nichts. Okay, ich gehe mal zurück. Bisher war das immer am selben Ort. Hier ist es. Ah ja, genau. Wie ist das Feuer ausgebrochen? Zeig mal. Blitzeinschläge. It was foolish of me to assume it was him. We still have time to save what remains of the village. First, you must help me find the human and animal tiaras that let me control him. Can you bring me the human tiara? Okay. Und du stehst die ganze Zeit hier rum und passt auf, dass niemand kommt? Oder wie? Jetzt so? Weiß ich nicht. Okay. So. Da haben wir etwas. Also es war nicht der Drache, ne? Das ist ja schon mal cool. So, okay, da haben wir ein Stück für. Tja, ach hier. So, das nehmen wir auch mit. Da ist ebenfalls eines drin. Hier, guck mal. Da ist auch eins drin. Hier ist noch eins. Boah. Irgendwo, genau. Da liegt noch eins rum. Das da ist noch eins. Und Es geht voran, es geht voran. Noch eins. Eins von 17.
Hier. Juhu! Wir haben ein Drachendiadem. Okay, schließe ein Wirbelpuzzle in 60 Sekunden ohne Tipps ab. Der Hammer. So, was können wir hier denn machen? Das kenne ich doch irgendwoher. Ja, genau. Das kenne ich doch, oder? Das Diadem sollte mehr verziert sein als dieses hier. Hm. Wir haben aber gerade nichts bei. Ist das schlimm? Denn, warte mal, das ist doch das eine Ding. Guck mal, kommen da nicht diese Steine rein? Nee. Hm. Nee, so nicht. Nee, wir brauchen, müssen irgendwie an die Steine rankommen, ne? Damit wir die da einsetzen können. Ähnlich wie bei dem hier. Okay, weiß ich aber noch nicht, wie das geht. Nasses Leintuch. Ach, das kann ich da drauf schmeißen. Nee, da komme ich einfach nur da dran. Und siehe da, wir haben einen Löffel, wir haben noch eine Latte. Druckformen und die Leitersprossen. Ich sollte die Truhe erst aufschließen. Ah, da ist ein Schlüssel. Ja, okay, stimmt. Ein Schlüsselloch. Okay, ja, schon gut. Ja, okay. So, das daran. Jetzt muss ich die natürlich erst noch befestigen. War ja klar. Mit den Druckformen. Nein, leider nicht. Nicht mit den Druckformen. Was können wir mit den Druckformen machen? Hm. Da hinten kommen wir jetzt nicht mehr ran. Fein. Hier kann ich mit den Druckformen das Ding da irgendwie rauszerren. Nee, geht auch nicht. Schade. Blüte des Zorns, nein. Blüte der Wildheit, nein. Okay. Und irgendwo werden wir noch Wasser ablassen müssen. Hm. Aber wo jetzt hin? Wo jetzt hin? Hier kommen wir noch nicht ran. Genau, ich brauche ein passendes Werkzeug. Auch hier ist das Kreuz drin. Da geht das? Nee, das geht nicht. Kann ich das, warte mal, kann ich das mit der anderen Dings da, nee, kann ich auch nicht machen. Okay. Kann ich die dann schon mal geben? Menschen-Diadem. It looks like the animal tiara is damaged. Richtig. Will you fix it for me? I'm going to try to calm him down. Take this tool, it might help you fix the tiara. Mhm. Krabbelwerkzeug. Okay, machen wir. Ja, dann geh aber auch hin. Okay, okay, er ist weg. Alles klar. Naja, dann macht er sich wenigstens mal ein bisschen nützlich, ne? So, das nehmen wir mit. Und hier hinten, ja, ich weiß, du möchtest gerne jetzt bespaßt werden. Aber ich sammle das andere jetzt auch erst nochmal ein. Gut, haben wir. So, jetzt kannst du... Ne, da. Jetzt kannst du wieder zusammengefügt werden. Super. Zurück zum See. Hier, guck mal. We have to put out the fire. Your idea just might work. Make sure the cistern is filled with water and untied from the ground. I'll take care of the rest. Here, take this flower. You might need it. Du hast Pablo seinem Drachen wieder zu... Pomelo. Pomelo heißt du? Befreut mich, dich kennenzulernen. Aber welche Zisterne ist denn bitte? Welche Zisterne? Hast du hier hinten irgendeinen Weg freigemacht? Da, guck mal, er hat tatsächlich einen Weg freigemacht. Das und das nehmen wir einfach mit. Na, sowas. Eine Schnur und ein Haken. Sehr gut. Wunderbar. Okay, dann mal zurück. Hier sind... Warte, mit der Schnur können wir die Leiter befestigen. Ach, das da oben ist die Zisterne, ne? Wunderbar. So, hier. Eine Abflussrinne wäre nun praktisch. Die haben wir zufällig dabei. Siehste. Ja. Na, ob das reicht? Ich weiß es nicht. Ich brauche etwas Kräftiges, um diese Ketten zu durchtrennen. Das ist es aber nicht. Kann es der Drache da nicht helfen? Das wäre irgendwie ganz cool. Und was machen wir mit den Blüten? Die lassen wir da drauf schwimmen. Nee. Okay, das geht wohl noch nicht. Da war doch noch diese Kiste, ne? Warte mal. Die kriegen wir aber vermutlich nur mit dem Schlüssel auf. Aufbrechen ist nicht, ne? Nee. So, okay. Kann ich mit dem Haken in den Schlüssel aus dem Feuer ziehen? Das wäre mir sehr recht. Das geht, genau.
Und hier vorne ist auch Wasser, das noch nicht verdampft ist. Es war noch nicht zu heiß. Naja, okay, klar, warum nicht? So, also hier rein, die Kiste aufgeschlossen. Und, achso, ich muss auch drehen. Und jetzt hier aufgeknüpft und da fett losgeknotet. Ah, siehe da. Und ein Wimbelt. Wir suchen wieder Dingelchens, ne? Ich sag nicht was, ich klicke nur wild auf alles, was irgendwie aussieht, als würde es nicht hierher gehören. Okay, das sieht aus wie die Zutaten zu einem Minispiel. So, schon fertig. Siehst du, es geht viel schneller so. Statt zu sagen, ich suche. Nee, einfach mal gucken, was da nicht passt. Oh, wir kriegen Geschichte. Kein Minispiel, sondern Geschichte. Nein, doch ein Minispiel. Okay, eine Form ist bereits hier. Sie sehen aus wie Behälter für etwas. Aber ich weiß noch nicht was. Ach so, eine Form. Moment, so. Und die Druckformen kommen da rein und das dann so. So, und jetzt? Ich brauche etwas, um die Säure aufzufangen. Okay. Warum soll ich denn Säure erzeugen? Ach so, um die... Der Drache kann nicht helfen. Ist irgendwie genauso faul wie sein Herrchen, ne? Na. Na, siehst du. Ah, ist er doch nicht. Hab ihm hier etwas unterstellt. Frechheit. So. Und? Hilf Pomelo. Und? Was sagst du? Habe ich den Test bestanden? So, you've proven that you can be trusted. Aha. You're free to go. Das ist sehr nett. Take this key. And take your small companion with you. Okay. Danke sehr. Beweise deinen edlen Charakter. Ja, das bin ganz ich. Oh. Weg ist er. Na gut, wo ist er hingegangen? Dieser Ort wird immer seltsamer. Allerdings, können wir denn hier noch was finden? Du hast dich bewegt. 7 von 20. Na, ich bezweifle ja, dass das wirklich funktionieren wird. Also, dass wir alle finden und so. So, hey, komm mit. Geht's dir gut? Oh, er geht. Ja, ja, ist alles in Ordnung. Ist wieder gut, dich zu haben hier, mein kleiner Freund. Ja, ich muss die Nägel irgendwie entfernen können. Da haben wir gerade das passende Werkzeug gefunden. Sehr schön. Und haben damit ein Netz erhalten. Und hier kommen noch diese Blüten hinein, ne? Ja. Okay. Ein Puzzleteil fehlt. Oh nein. Okay, wenn wir nur austauschen müssen, ist super. Wenn ich allerdings hier drehen muss, dann lernt ihr das zweite Minispiel kennen, bei dem ich überhaupt keinen Plan habe, wie das funktioniert. Die Invasoren haben Windy vor ganzen 10 Monden... Monden? Hä? Was ist denn los? Mit sich genommen und wir haben noch immer nichts von ihm gehört. Der Junge? Oder... Der Stock oder der ältere Herr? Okay. Ich muss eine Möglichkeit geben, diese Brücke zu reparieren. Natürlich. Kabum. Nein. Hier fehlt einfach die zweite Figur oben drauf. Okay. Figur oben drauf. Klar. Hallo. Oh, was passiert hier? Ah, automatischer Sonnenschutz. Nicht schlecht. Hi, wer bist du denn? Greetings, Madam. Na? Darkness seems to be spreading throughout the land. Those criminals took my grandson, Windy, away to the castle. The dragons have left their nests. Without them, I can't look for him. As if that's not enough, my husband has fallen ill. Will you help me mix a healing potion for him? Ja, klar. Natürlich, hast du irgendwie eine Art Rezept oder sowas? Dann will ich mich gerne drum kümmern. Hi, wer bist du denn? Guten Tag. Na, Kitty? Ich nehme an, du bist eine Kitty. Oh nein! Autsch, ich sollte das für uns herausziehen. Oh,
Ich warte hier, ich bin gleich wieder da. Ich muss nur noch eben die Sammelobjekte suchen. Hüstel, halt! Keiner verlässt den Saal. Nein! Das ist so ein rotes Ei hier, oder? Nee, ist es nicht. Ich nehme das mal alles mit. Und was haben wir denn hier? Ist das die Healing Potion? Also die Zutaten dafür. So. Das muss eine Anleitung für die Presse sein. Die lässt sich nur mit diesen Sachen hier bedienen. Okay, ich brauche alle drei Früchte, natürlich. Okay, wo ist... hier, da, Hammers. Ja. Hat sich das hier nicht gerade bewegt? Das ist ja verrückt. Das sieht aus wie in Sydney, ne? Die Oper. Ist das nicht eine Oper? Oder ist das ein Schauspielhaus? Weiß ich nicht. Ich sollte dir helfen, den Heiltrank vorzubereiten. Ja, lass mal gucken, was du hier alles am Start hast. Ein bisschen Licht wird den Blüten helfen. Okay, gläserne Medaille, Puzzlestück. Ah, warte mal, gläserne Medaille. Moment, die kommt hier rein, ne? Ja, siehste. Puzzlestück, du kommst hier hinein. So, oh nein, es ist mit Drehen. Okay, hol dir schon mal eine Tasse Kaffee, das hier dauert länger. Ja. Okay. Ich kann die vertauschen, fabelhaft. Das freut mich ja. Okay. So, die Bräunlichen kommen hier unten in die Ecke. Das ist deiner, ne? Irgendwie so. Oh, da kann ich nicht lang. Ist ja verrückt. Okay, ich werde es mal so versuchen hier. Das ist aber total falsch. Okay, machen wir es mit dem da. Ja, passt. Okay, so. Das ist in Ordnung. Der da kann der auch gedreht werden. Ich nehme an, ihr beide müsst in die Mitte, ne? Irgendwie. Okay, so. Naja, gut. Kommst du denn hier? Nein. So, das passt auch. Cool. Jetzt brauchen wir die rote Schnauze hier von dem. Das könnte der da sein. Nee, nicht so ganz. Keine rote Schnauze. Was ist denn mit dem roten Geschuppen irgendwas? Das hier ist rot. Mal gucken, ob das passt. Nee. Halt. Okay. Nein, gar nicht. Aber so überhaupt nicht. Ich mach mal mit dem hier weiter. Hier haben wir eine Menge Körper, ne? Das könnte fast der hier sein. So. Ja, ist er. Hey, ich habe mal richtig geraten. Cool. So, dann sind das hier vermutlich die Randstücke hier, ne? Das hier dahin, also so. Und das hier irgendwie dorthin. So könnte es schon passen. Das heißt aber auch, muss ich nochmal kaputt machen, dass du dahin kommst, du hier hinkommst oder umgedreht, ne? Mag auch sein, dass... Ich könnte es noch umdrehen. Okay. So und so. Jetzt umgekehrt. Hier passt das hier unten zwar besser, aber das hier oben sieht doof aus. Vielleicht muss ich die noch umdrehen, dass die auf die andere Seite kommen. Nein, muss ich nicht. Muss ich definitiv nicht. Okay, also irgendwas ist noch komisch, ne? Das sieht noch nicht richtig aus hier, als ob das wirklich da dran gehören würde. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Okay, ich halte mich zu lange mit Dingen auf. Hier. Du und die Schnauze. Ist das das? Halt, nein, so. Jetzt der und der. Nee, ihr müsst noch ein Stück von dem... Aber das... Nee, das passt auch nicht. Das hier könnte zwar hinkommen, aber das da passt gar nicht da dran.
Ich sag ja, holt euch einen Kaffee. Das dauert hier noch eine Weile. So, und wenn der da rüberkommt, es gibt nur einen Weg herauszufinden, ob das passt oder nicht. Nein, warte, so. Ja, nee, nicht wirklich. Doch, warte, die könnten, das könnte passen. Ja, hier ist der Übergang zwar nicht richtig, aber da könnte es tatsächlich funktionieren. So, und jetzt brauchen wir noch ein Stück vom Flügel, nicht dieses Stück. Den hier vielleicht. Ja, gut, sieht gut aus. Nein, halt. So. Ach, hier, guck mal, da hätte ich auch nach dem silbernen Teil gucken können, ne? Was macht es denn? Wo ist denn diese silberne Ecke? Hier, da sind silberne Ecken drin. Hier müsste es also auch noch eine silberne Ecke geben. Das hier oben ist es. So und so. Aber das bedeutet auch, dass hier gar nicht der rote Kopf hinkommt. Sondern dass der rote Kopf nach da oben... Ach, it's all falling in place. Das ist auch richtig. Aber hier, das stimmt noch nicht. Okay, na siehste. Und hab den Kampf... Alter, ich habe gerade mega Minispiel hinter mir. Und jetzt soll ich auch noch wimmeln. Na gut, immerhin ist es ein schönes Wimmelspiel. Schamanenmaske, Voodoo-Puppe, Bärtotem. Das und das. Okay. Pinzette, Glocke, Rassel, Kelch, Kette. Pinzette, Rassel, Kelch. Was mache ich hier mit? Irgendwas abscheiden? Muschel, Amulett, Federstab? Ne. Da? Nein. Was kann ich mal noch? Ne, ne, ne. Da. Ein Drache. Give me the dragon. Yes, yes, yes. Okay. So, Glocke und Kette. Glocke und Kette. Was ist das? Der Federstab könnte noch ein paar Federn gebrauchen. Jo, das kriegen wir hin. So, immer noch nicht fertig. Glocke ist hier. Und was für eine schöne Glocke. Und eine Kette brauchen wir auch noch. Und wo ist die Feder? Was ist das? Das ist der Türknopf. Ja. Yeah. Amulett. Und die Feder da rein. Na, siehste. So, Kette und irgendwie müssen wir noch an eine Muschel kommen. Kette, Kette, Kette. Und eine Muschel. Versteckt die sich hier irgendwo dahinter oder da drin im Sack? Nee. Nein, nirgends hier drin. Da. Da ist die Muschel. Okay. Juhu, ich habe eine Pinzette gefunden. Wie konnte das passieren? So, bewegt sich hier denn irgendwas? Die Vasen da oben sehen verdächtig aus. Ich bin auf der Suche nach Sammelobjekten, war ja klar. So, Pinzette. Oh, hier, da können wir dir erstmal mithelfen. Komm, zeig mal her. Ja, so ist gut. Ganz vorsichtig jetzt. Ui. Na, ist wieder gut. Ein kleiner Fuchs, ich hoffe, es geht dir besser. Ja, na gut. Ich muss dieses Rad erst reparieren. Mit einem Netz. Pfump. Nein. Okay, da braucht es noch Sonnenlicht. Waren wir hier schon? Waren wir schon da hinten? Oh, welcome to our village, my lady. Ja, this hi. Place has seen better times. Now that I'm looking at you, I'm getting the feeling that we've met before. But never mind me. My mind's been playing tricks on me lately. I never thought I'd become so absent-minded. I wish I knew where my gauntlets are. Here, take this glass tulip. Perhaps you'll find a better use for it. Ja, das tue ich. Danke dir. Wir haben uns bereits getroffen. Ja, das stimmt. Ja, das nehmen wir mit. So. Ich muss sehen, ob hier unter der Abdeckung etwas verborgen ist. Und viel wichtiger, wir brauchen die.
Ich weiß, ich wollte das Wort nicht mehr sagen, ne? Es gibt ja auch keins, glaube ich. Weiß ich nicht, da. Der Drache scheint etwas zu bewachen. Ich sehe im Moment nichts. Nichts, was sich bewegt. Doch, da ist was, was sich bewegt. Ha! Okay, gehen wir zurück. Wir haben Riemen bekommen. Nee, nicht hierfür, sondern dafür, oder? Das sieht gut aus. Oh! Das ist ja super. Danke dir. Mensch, ich wette, ich kann sogar auf diesen riesigen Blüten laufen. Ja, das mache ich auch gleich. Aber ich will erstmal die Tulpen wegbringen. So ein bisschen Inventarmanagement betreiben, ne? So. Das kenne ich doch hier irgendwo her. Gut, das nehme ich mit. Müssen wir aber noch reparieren. Hier ist ein Dingelchen, Dingelchen. Dingelchen. Nein. Okay, aber warte, das Netz kann ich da reinspannen. Na, siehste. Super. Und die erste Frucht. Oh, ist das hier auch eine Frucht? Ein Drachenherz. Jaks. Okay, das da. Nee, halt mal. Moment, Moment. Habt ihr das gesehen? Hier. Jawohl. Außer Reichweite. Oh, könntest du bitte... Willst du hier was ausmachen? Juhu! Dankeschön. Eine magische Birne. Dankeschön. Danke, mein Kleiner. Die Zweige sind zu dicht, um hindurchzugehen. Kleiner oder Kleine? Oh, das nehme ich mit. Was immer das ist. Das ist nämlich ein Lupenrahmen, falls ihr es noch nicht wusstet. So, was haben wir denn hier? Es muss hier irgendwo einen passenden Code geben. Ach du liebe Zeit. Okay, ja, alles klar. Jut. Ein Ei liegt hier nicht zufällig herum. Da kommt noch etwas hinein. Das ist aber eine ganz besondere Form. Wir können ja schon mal die ersten Sachen loswerden. Wie zum Beispiel die Tulpe. Das da. Und jetzt brauchen wir aber noch das da. Kriegen wir schon hin. Ja, da kommt der Frucht. Was? Da muss der Behälter hin. Da steht doch ein Behälter. Da ist doch ein Behälter drin. Ne. Okay, gehen wir mal zurück. Hier können wir nämlich das letzte Dingchen einsetzen. So. Juhu. Ach, da ist ja auch die Frucht. Was ist denn das? Ein Vergrößerungsglas. Ob das schon hält? Oh, hält. Okay. Was machen wir damit? Mit der Lupe? Irgendjemanden oder etwas anzünden, ne? Okay, dann lass uns mal den Fruchtsaft herstellen. So. Ja, siehste, da ist doch schon ein Behälter drin. Oh, und da hat sich auch das Teil da geöffnet. So, wir brauchen verschiedene Farben, die wir dann zusammenkippen. Irgendwas davon müssen wir noch abmessen. Okay. Haben wir uns die gelbe. Der gelbe Saft. Was? Also von Gelb sollen wir 4 nehmen. Kleiner Messbecher und ein Mischbecher. Gut. Von Gelb 4. Oje, oje, oje. Das geht nicht. Das geht. Okay, toll. In die 5, in die 3. Jetzt haben wir 2. Die da raus. Na, die will ich wieder loswerden. Weg damit. Okay, nehme ich die 2. Was? Warum geht das nicht? Ich möchte, da sollen noch 4 rein, ne? Ich brauche noch mehr, ja. Ich möchte die wieder ausleeren. Ach da, okay. Was für eine Verschwendung. So, die kommen da rein. Fünf und dann einen da rein. Und dann haben wir hier 4. Jawohl. So, okay, alles klar. So, was als nächstes? Orange. Orange kriegen wir hin mit Gelb und Rot.
einen davon. Weiß ich nicht so genau. So. Doch, warte. Und nochmal drei. Doch, ist easy. Guck mal, so. Und jetzt haben wir hier einen davon. Okay. Grün. Grün kriegen wir hin mit Blau und Gelb. Wie viel? 2. 5, das ist auch einfach. 3 da rein. Und dann bleiben 2 übrig. Lila kriegen wir hin mit Blau und Rot. 3. Ja, easy. Okay. So, und das mixen wir jetzt alles zusammen, ne? Nee, was? Achso, der ist schon fertig. Ich sollte zuerst den Verschluss aufsetzen. Okay. Hat er schon von alleine gemacht. Ja, super. Heiltrank, hier gucken wir. Thank you so much. Gerne. Please, feel free to take anything you need from my cart. Ja, nee, ist alles gut. Ich muss da jetzt nicht... Und weg ist sie. Okay, ich muss wohl doch. Gut, gib mir einen kleinen Augenblick Pause. Ich bin sofort wieder für euch da.